Hier müssen wir eigentlich hin und hier gibt es auch eine Quest. Ich lese jetzt mal vor, was wir hier machen. Wir machen jetzt hier nämlich die Nebenquest Schwarze Zahlen. Ein Osram-Karawane hat sich bis in die Wüste hinter dem Niemandsland vorgewagt. Was könnten sie in den Westen geführt haben? Wir hatten ja schon die Gerüchte über den vermissten Trupp angehört. Ich weiß nicht, wann das war, keine Ahnung. Aber was ist aber? Und jetzt gehen wir zu den Anführer der Karawane und sprechen mit ihnen. Und dann wird es bestimmt irgendwann nochmal richtig losgehen. Aber hier wird es schon ein bisschen sandig, ne? Oh, der Sand brennt in den Augen. Ich würde auch mal gerne so einen Sandsturm in Real Life erleben. Aber ich glaube, wenn man das dann wirklich hat, denkt man sich, oh scheiße, ich will hier raus. Hier, mit denen sollen wir reden, das ist ein anderer Questgeber. Hier reden wir mal mit Porguf. Ist das der Anführer? Los geht's. Hast du dich verlaufen? Stahl und Funke, wenn du nicht die Nadel im Heuhaufen bist. Wie bitte? Heiliger Hammer, ich kenne dich. Du bist diese Nora. Haha, die Retterin. Meine Retterin. Genau zur rechten Zeit. Ich bin Porguf Stöbermann, Chefstöberer und Leiter von Porgufs Expeditionen und Lieferant feinster Stöberwaren. Und wovor rette ich dich genau? Tod und Verzweiflung, meine Stahlflammenfreundin. Diese großartige Expedition hier erlitt einen kleinen Rückschlag. Nicht weit von hier ist ein geheimer Tunnel. Ein Durchgang der Alten. Verloren und wiedergefunden. Ich und die Hälfte des Trupps gingen voran. Die andere Hälfte sollte unmittelbar danach kommen. Tage später kam nur ein einziger Mann. Zitternd wie ein Frosch im Eiswasser. Er sagte uns nur, dass Tod und Dunkelheit sie verfolgten, als der Tunnel einstürzte. Er starb mit schreckensweiten Augen. Ich war auf der Ostseite des Tunnels. Der Weg war von Geröll blockiert. Da lag auch ein Toter. Einer deiner Stöberer, schätze ich. Aber keine Spur vom Rest des Trupps. Könntest du bitte leise reden? Der Rest des Trupps hat schon Angst. Sie weigern sich weiter zu stöbern, bis sie einen Weg hier herausgefunden haben. Du hast den halben Trupp verloren und sorgst dich um die Grabung. Ihr Opfer muss sich doch auch gelohnt haben, oder? Außerdem, jetzt da du da bist, sind unsere Tage als Gestrandete vielleicht gezählt. Hilf mir, den Tunnel wieder zu öffnen und ich beteilige dich am Gewinn. Wie findest du das? So, erstmal wieder viel zu quatschen. Dieses Lager... Ist das Lager eure Operationsbasis? Welche Operationen? Der Plan war, weiter nach Süden zu gehen, wenn der Rest der Expedition eintrifft. Die Grabung ist direkt hinter den Dünen. Doch jetzt rührt sich der Trupp erst wieder, wenn das Tunnelproblem gelöst ist. Sie gaben dem Ort sogar einen Namen. Lager nirgendwo. Die machen sich wohl über mich lustig. Ja, das glaube ich auch. War ein Kaja bei euch? Ist ein Kaja mit deiner Expedition gereist? Ein Mann namens Amadis? Wir gabeln unterwegs immer ein paar Reisende auf. Ein Kaja hier, ein Banuk da. Ich merke mir nie die Namen. Die sind nie lang dabei. Einer meiner Späher könnte es wissen. Er lernt immer gern neue Leute kennen. Er ist da drüben und spricht mit dieser Kaja-Jägerin. Weiß gar nicht mehr, seit wann sie bei uns ist. Danke. Ja, der interessiert sich halt wirklich wahrscheinlich nur für die Beute. Deine Expedition. Woher weißt du von diesem Geheimtunnel? Die Kunst des Stöberns natürlich. Ein Stöberer ist nur so gut wie sein Gespür für gute Orte. Okay, na gut. Drei Osaram kennen angeblich einen Weg um die blutrünstigen Tenakt herum. Zu unberührten Grabungsorten im Westen. Dann könnte ich jemanden eingestellt haben, der was vom Finden und Verfolgen versteht. Ein Spion? Hör zu, wenn die Gerüchte stimmen, gibt es genug Grabungsorte für ein Dutzend Trupps. Aber jemand muss den ersten Schritt wagen. Ein Basislager, eine zuverlässige Versorgungsroute, den Ort gegen Maschinen bewachen. Ich schätze, die Osseram würden aus Sand viele Scherben machen. Ganz genau. Über das Gebiet? Was weißt du über das Gebiet? Tja, nördlich von hier leben die bösartigen Tenakt. Angeblich trinken sie Blut statt Wasser. So überleben sie in diesem Ödland. Im Süden, da gibt's alles. Tod, Wüste und die Grabung. Stell dir einfach ein riesiges Grab der Alten vor. Verbogene Metallruinen, verborgen im Sand. Bewacht von Maschinen. So bösartig, dass du dir wünschst, dass sich ein paar Grauhabichte auf dich stürzen. Nicht einmal die Tenakt wagen sich tief in die Ruinen. Nur die mutigsten Entdecker gehen da hinein. Wie, du selbst? Natürlich. Irgendwann. Das ist auch schon wieder so ein Schaumschläger, ne? Also wie viele Schaumschläger wir hier in den Spiel schon entdeckt haben, ist ja Wahnsinn. Der Tunnel. Mal sehen, was ich tun kann für den Tunnel. Haha, meine Retterin.
Für die Leute, die hier eingesperrt sind. Nicht eine Grabung. Ist doch das Gleiche. Ja. Ist er das, da drüben? Das ist er. Oh, wenn du schon dort bist, könntest du nach meiner Kassette suchen? Der zweite Trupp sollte den Rest der Vorräte und des Gepäcks mitbringen. Ich würde sie nur ungern verlieren. Meine Mutter hat sie handgeschnitzt. Ich bringe sie mit, wenn ich sie finde. Ich danke dir. Viel Glück, Stahlflamme. Ja, ja, ja. Aber ich finde es toll, wie die Charakter hier gezeichnet wurden. Viel, viel deutlicher als noch im ersten Teil. Aber wir werden jetzt erstmal weitergehen hier zu diesem Tunnel. Wir haben ja schon viel über den Tunnel gehört, ne? Hier soll ja irgendwas Tolles geben. Wir waren tatsächlich, glaube ich, sie hat es ja schon erwähnt, Aloy, wir sind hier einmal reingegangen und dann ging es auch, glaube ich, hier nicht mehr dann weiter. Irgendwas war hier. Wahrscheinlich, weil wir erst hier die Story machen müssen. Wir gehen einfach mal jetzt dort ran. Wir haben ja schon vieles gehört. Wir sollen ja vor allen Dingen die Leute irgendwie befreien, wenn da noch irgendwelche Leute existieren. Aber das möchte der eine Kunde hier, mit dem wir schon geredet haben, eher nicht. Was ist das für Vogel? Kann man den auch platt machen? Weg war. Nicht reden, sondern schießen vielleicht. Ein paar Schweinchen brauchen wir auf jeden Fall. Da ist der Tunneleingang, den Torgo erwähnt hat. Ich muss den vermissten Trupp finden und den Weg nach Osten freimachen. Vermisster Trupp! Okay, keiner hier. Leider habe ich niemanden gefunden. Trotzdem möchte ich meine Bezahlung haben. Trümmer. Aber keine Blockade oder Spur des vermissten Trupps. Ah, hier gibt es wieder. Sind sie weiter hinten. Hier gibt es wieder so eine. Was man hier zum Explodieren bringen kann. Und das ist, glaube ich, auch der einzige Weg. Glimmer müsste ich sprengen können. Ja, den müssen wir auch wahrscheinlich sprengen, sonst geht's hier gar nicht mehr weiter. Zack. Und wie immer ein paar Schritte zurückgehen. So, hier kommt wieder unser... Werkzeugwaffe wieder zum Einsatz. Die ist fast nur zum Lüftergehäuse entfernen. Existent. Und hier sehen wir wahrscheinlich einen verletzten Osaram. Die kann auf jeden Fall noch ihre Lippen bewegen, aber sie sieht sehr bewegungslos aus. Könnte schon fast schon halbtot sein. Wir reden mal mit Lunda. Also bist du echt? Ich dachte, ich träume. Was ist passiert? Ein Schrecken im Dunkeln. Die Welt erschauderte. Eine Maschine? Ich hab's nicht gesehen. Die Karawane. Wir rannten alle. Alles stürzte ein. Krabbelte hierher. Konnte nicht entkommen. Kam jemand raus und fand die erste Karawane. Ja, das hat jemand. Gott. Wenigstens bin ich nicht allein. Ja, war mir klar. Sie hat auf jemanden gewartet, dass es sterben konnte. Naja, unseren Dienst haben wir jetzt getan. Da hat wohl etwas Großes den vermissten Trupp angegriffen. Ja. Ich beeile mich lieber. Das haben wir schon ein paar Mal gehört. Ich bin sehr gespannt, was das hier für eine Maschine ist. Wieder. Hoffentlich kein Dornrücken. Auf Stufe 50 oder irgendwas. Das wäre auch so der blanke Horror. Hier gibt es nochmal, ich glaube, Textprotokoll oder so. Falls ihr das lesen wollt, hier diese kleine, gerne das Video anhalten. Da könnt ihr ein bisschen den Austausch mit der Mutter und Josh lesen. Das gönne ich mir jetzt mal nicht. Was ist das hier? Aufschießen. Alles mitnehmen. Regel Nummer 1, alles mitnehmen. Der Klang gefällt mir gar nicht. Natürlich stürzt hier gleich alles ein, wie halt das so meistens ist.
Man geht in eine Höhle, in einen Tunnel rein. Ist nicht der erste und die Höhle stürzt ein. Irgendwas stand jetzt gerade von Begutachten. Da habe ich mich da jetzt verlesen. Aufbrechen. Ah. Kann man was aufbrechen? Das hätte ich auch fast nicht gesehen. Ja, man muss hier wirklich ein bisschen mit dem Fokus rumrennen. Und die Gegend ein bisschen länger erkunden. Da entdeckt man auch solche Sachen. Ja, meistens sind es halt, wie gesagt, Wertgegenstände, die man hier rausbekommt, die man dann auch gewinnbringend bei den Händlern verkaufen kann. Horkus vermisst der Expedition. Anscheinend haben die Gräber sie erwischt. Ja, die Maschinen sollen wir jetzt erledigen. Und die Gräber sind ja jetzt kein großes Hindernis. Sei denn, die haben so ein großes Level, aber hier sieht man 19, Stufe 19 und das sind Spitzenaufspürergräber. Also schon ein bisschen was Stärkeres als die normale Version. Gibt es ja immer verschiedene Versionen von einer Maschine. Das heißt, wir müssen also doch ein bisschen aufpassen. Was nehmen wir denn hier? Wir nehmen mal diesen Pfeil hier, Präzisionspfeile. Die wollte ich ja jetzt mal öfters einsetzen. Es ist wirklich so krass, wenn man... Komm und hol mich. Der schlägt jetzt Alarm. Der rafft hier gar nichts. Aber irgendwie, ne, dafür, dass ich Präzisionspfeile verschieße, sind die echt ziemlich scheiße. So, ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Keine Munition, das mag ich ja gar nicht. Mist, die Maschinen bekommen Verstärkung. Das sieht nach einer neuen Maschinenart aus. Die kennen wir noch gar nicht. Die habe ich jetzt auch nicht so gleich sofort gesehen. Vielleicht ist es auch die Verstärkung. Gehen wir mal vorsichtig ran hier. Sieht aus wie so eine Art Skorpion. Würde ich sagen. Das sind schon wirklich alles so ein bisschen eine stärkere Version hier. Und das ist jetzt die neue Maschinenart, die ich hier noch gar nicht kenne. Die werden wir jetzt erstmal analysieren hier, bevor wir irgendwas mit der machen. Was sagt mein Pokédex? Eine Spitzenstachelschnauze. Okay. Eine Variante des Jägerkillers, der an ihren schwarzen und goldenen Rüstungsplatten sowie lilafarbenen Muskeln zu erkennen ist. Aha, sie wurde modifiziert, um wesentlich robuster und tödlicher zu sein. Also diese Spitzenversionen, wie ich schon sagte, das sind natürlich so ein bisschen, ja, die Superspitzenversionen. Mal gucken, was der hier so hat. Hier kann man eine Kettenreaktion machen, wenn man auf diese Behälter da oben schießt. Das sind die Säurekanister, muss man mit Säure schießen. Gibt es eine Kettenreaktion, die haben aber auch so eine Sprengstoffmöglichkeit, wenn wir da mit so ein bisschen Stoßschaden rangehen. Auch unten. Hinten haben die auch nochmal so einen Sprengstoff, aber ja, die sind hier komplett mit Sprengstoff hier versehen eigentlich. Und hier ist noch was abnehmbar. Wir gucken mal, was wir mit dem machen können. Er hat uns schon mal freundlich begrüßt mit Gift.
Der Schmerz lässt nach. Ja. Besser ist. Schnell ist er ja. Ich komme ja auch hier gar nicht gerade weg hier. Also Aloy liegt sich lieber irgendwo hin. Der verschießt auf jeden Fall Gift. Jetzt will mal ein bisschen die Zeit verlangsamen. So, das haben wir zum Explodieren gebracht. Okay, ich glaube, der lag jetzt gerade rum. Wir müssen da mal kritischen Schlag machen. Weiß gar nicht, warum der jetzt gerade auf dem Boden liegt. Wahrscheinlich, weil wir das zum Explodieren gebracht haben, dass da noch solche Nachwehen waren. Diese Ossaram. Sie sagte, eine Art Schrecken hätte sie angegriffen. Ich glaube, die Gräber waren es nicht. Nee, das glaube ich auch nicht mehr. Ja, das war doch mal ein kleiner Kampf. Aber ich sag mal so, diese hier Stacheltypen, naja, die ja wirklich sehr an Skorpione angelehnt sind hier, die gehen da eigentlich, ne? Dann gibt es noch schlimmere Maschinen, wie ich finde, ja, die sich ja in die Erde einkramen. Das finde ich so, ist das Allerschlimmste. Die sind noch relativ okay. Ja, jetzt sollen wir erstmal den Tunnel untersuchen, also genau in den Ort, wo wir jetzt hier gerade sind. Ich könnte mich mit einem Fokus umsehen. Aloy gibt schon wieder einen Tipp. Ich glaube, da sehen wir auch was. Da gibt es solche Schnallen, die muss man wieder abziehen, das machen wir gleich. Wir haben ja unseren Greifhaken und der kommt hier zum Einsatz. Was ist das hier eigentlich? Das hatte ich mich vorhin schon im Kampf schon gefragt. Sieht aus wie ein Pilz, ne? Aber den möchte ich nicht essen. Sieht definitiv nicht gesund aus. Diesen Schutz sollte ich mit dem Zugwerfer beseitigen können. Genau, der Zugwerfer. So, sieht gut aus. Sonst glaube ich, haben wir hier die Höhle weitestgehend erkundet. Was war denn das jetzt? Das klang sehr bedrohlich. Oh Gott, das klang ein bisschen größer als so ein kleiner Skorpionstachel und Gräbermist. Scheint es rauszugehen. Aber hier gibt es auch noch tolle Sachen. Wir gehen hier nicht raus, ehe wir hier alles rausgeholt haben. Das war aber wirklich sehr bedrohlicher Sache. Was war das? Ein Steinbrecher. Ein Steinbrecher? Der muss die Ossaram auf dem Weg hindurch angegriffen haben. Da ist er. Oh, das meine ich mit die Viecher, die aus der Erde kommen. Die Steinbrecher. Das hasse ich wie die Pest. Ich mag die überhaupt nicht. Oh. Ich möchte die gerne mal kurz analysieren, aber die sind halt so schnell da und dann kommen und gehen wieder. Jetzt geht's gerade, aber Aloy zückt nicht den Fokus. So, mein Gott. Das ist ein Steinbrecher, kennen wir schon aus dem ersten Teil. Eieieiei. Ja, schwach gegen Frostschaden, deswegen hatten wir auch damals immer schön Frost immer versucht hier reinzuballern. Die Pfoten sind abnehmbar. Sprengstoff ist unten am Bauch, das kennen wir schon auch aus dem ersten Teil. Ist soweit so alles noch normal. Ich werde mich wieder wahrscheinlich hier an den Bauch konzentrieren. Und ja, dann denke ich mal letzten Endes an die
Pfoten oder so. Wenn der Bauch dann weg ist. Aber bis dahin, ich glaube, ist der dann auch schon tot. So, dann fangen wir mal an. Also hier haben wir Frostsachen. Stelle ich noch ein paar her. Weg. Ja. Schön, dass er den ganzen Frostschaden wieder jetzt weg hat. Sehr lieb. Ich brauche Munition. Wieder alles versaut hier. So, jetzt haben wir ihn gleich. Ja, jetzt ist er eingefrostet. So, was würde ich denn jetzt als nächstes machen? Eigentlich schon sowas wie ein Stachelwerfer, ne? Das ist eigentlich doch auch schon ganz nett. So, die Hälfte des Lebens haben wir, glaube ich, schon weggemacht. Gleich tot. Heile dich, Aloy, heile dich. Das war jetzt ein bisschen knapp, würde ich sagen. Tot von der Schippe gesprungen. Ich seh nur noch Steinbrecher hier. Steinbrecher wird niemandem mehr Schwierigkeiten machen. Der war jetzt mal ein bisschen explosiv. Aber Steinbrecher sind halt wirklich schon ein bisschen ekelhaft. Vor allen Dingen, weil die halt immer geschützt sind in der Erde. Ne? Und da muss man halt wirklich versuchen, immer hin und her zu rennen, dass man nicht getroffen wird. Ich hatte manchmal das Gefühl, wenn man jetzt nicht rumrennt, dass die vielleicht nicht richtig orten können. Hatte ich beim ersten Teil das Gefühl, aber dann hat sich das irgendwie auch nie bestätigt, dass das tatsächlich so wäre. Könnte auch Zufall gewesen sein, weil ich hatte so gedacht, okay, vielleicht hören die meine Schritte und wissen dann, wo die dann graben müssen und dann kommen die ja von unten raus und dann machen die ja nochmal Schaden und meistens wollen die ja sich mit dem Bauch auf einen stürzen und so. Oder wie ihr sehen konntet, so mit Feuer wird ja auch ein bisschen was geschossen. Die Vorräte sein, die der zweite Trupp bringen sollte. Porguf meinte, seine Kassette müsste darunter sein. Okay, ist hier schon eine Kassette gleich? Ja, Porgus Kassette, hier ist sie. Porgus Kassette. Ich sollte sie zu ihm bringen. Ah, hallo Ventru, schön, dass du dabei bist. Ich muss leider Gottes heute ein bisschen anders hier den Chat lesen, weil ich heute irgendwelche Problemchen habe im Stream. Ich weiß auch nicht warum. Deswegen konnte ich dich jetzt erst sehen. Wie geht's, wie steht's? Ja, mir geht's gut. Ich bin in einer Höhle unterwegs, so ist es. Und ich glaube, ich muss auch wieder gleich durch die nächste Höhle, denn wir müssen zur Ostseite der Schlucht gehen. Wir sind ja jetzt einmal hier reingegangen, ne? Das war ja hier dieses tolle Ding. Und jetzt gehen wir bloß noch zur Ostseite. Und hier sind wir auch einmal reingegangen und dann irgendwie stecken geblieben. Hier ging es dann nicht weiter. Ich komme mal von hinten dann rein. So mehr, ich glaube, einsammeln brauche ich jetzt erstmal nicht. Komme gerade richtig zu deinem Lieblingsgegner. Ja, ja. Wohl beim Angriff des Steinbrechers eingestürzt. Ich weiß ganz genau, dass du weißt, dass und der Steinbrecher in der Schlucht eingesperrt. Der Rest muss in den westlichen Tunnel gerannt sein, um zur anderen Seite zu kommen. Wenn ich das hier sprenge, kann ich das Geröll beseitigen. Mir schlaflose Nächte bereitet hat. Also der Steinbrecher ist wirklich, da hatte ich mich wirklich schon mal ganz schön mit dem Arsch in die Brennnessel gesetzt beim Steinbrecher. Das finde ich so heftig. Weil wenn man dann mehrere Steinbrecher hat, jetzt war es ja nur in Anführungsstrichen einer. Aber wenn man dann noch mehrere von den Dingern hat, das ist wirklich echt nicht schön. Ja, hier gibt es auch nochmal so ein Gespräch zwischen, nee, eigentlich nur jetzt mit Josh, so wie es aussieht. Könnt ihr auch gerne Video anhalten, ein bisschen durchlesen, wenn ihr wollt. Es sind ein paar Hintergrundgeschichten, die es hier gibt. So, wir sollen das Hindernis zerstören, das hat sich ja schon erzählt. Das sind Säurefresser. Eigentlich mit Säure, oder?
Aber ich mach's mal mit Feuer. Der Tunnel müsste jetzt frei sein. Morgoth sollte das erfahren. Ja, Tunnel haben wir freigemacht. Ganz ordnungsgemäß. Können ja auch nochmal hier rein. Also hier bin ich, ja, hier bin ich mal gewesen. Und es ging hier dann auch nicht weiter. Ne? Hier muss man das erst von hinten zerstören, dann kann man auch durch. So, dann gehen wir wieder zu Porguf zurück. Kann man da auch schnell reisen? Porguf. Weil jetzt müsste man ja natürlich jetzt den ganzen Weg zurücklaufen. Brauchen wir auch nicht machen, denn wir haben ja natürlich Schnellreisepakete. Wozu haben wir denn die, wenn wir die nicht einsetzen? Ich meine, klar, wir können auch schön die Höhle hin und her rennen. Aber wir haben ja alles so ziemlich abgegrast. Ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwie noch Gegenstände finden. Die der Trupp bestimmt verlangen wird, aber die Anzahl der Leute halbiert. Oh, und die Stöberprämie der Retterin nicht zu vergessen. Hm. Könnte sich fast rechnen. Sobald die Grabung läuft, werden wir in Schaben schwimmen. Ja, man hört es schon, ne? Er denkt wirklich nur ans Geld. Also, den gönne ich eigentlich gar nichts. Mal gucken, was jetzt hier für ein Abschlussgespräch kommt. Du bist zurück. Wie läuft's mit dem Tunnel? Hab den Rest des Trupps gefunden. Eine Person lebte noch. Zumindest eine Zeit lang. Sie wurden auf dem Weg hindurch von einem Steinbrecher attackiert. Die Armen. Das Stöbererleben kann schnell enden. Doch das ist einer der schlimmsten Arten. Tja, den Steinbrecher habe ich erledigt. Der Weg ist wieder frei. Haha, ich wusste, du schaffst es. Und du hast nicht vielleicht meine Kassette gefunden, oder? Hier ist sie. Schade. Licht im Dunkeln. Hätte jetzt gesagt nein. Gibt's etwas, das du nicht kannst? Hier, dein versprochener Lohn. Nach Beseitigung der Gefahr lasse ich den Tunnel abstützen und aufräumen. Dann rufe ich einen anderen Trupp und bringe die Expedition richtig in Schwung. Ha! Vorwärts zur Grabung! Hm, das gefiel mir jetzt irgendwie nicht so, das Ende. Es war die Nebenquest Schwarze Zahlen. Ich dachte, Aloy tut da noch einwirken oder so, irgendwie so auf den... Also... Wir haben ja schon einige Nebenquests gespielt oder einige Quests, ne? Und da hat sie doch die Leute, ist ja ziemlich angegangen auch stellenweise, wenn die schon so arschig waren. Aber irgendwie hat Aloy jetzt hier gar nichts gemacht, das finde ich ein bisschen komisch. Ja, vielleicht hätte man die Kassette einfach nicht holen sollen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht diese Option gibt da noch.